Für den OFC und seine treuen Fans geht es am vorletzten Spieltag noch einmal in die Fremde nach Stuttgart. Für Trainer Sreto Ristić ist es eine Art Heimspiel, wohnt er doch in Stuttgart nur wenige Kilometer vom Stadion entfernt. Entsprechend will er auch in der Heimat ein gutes Spiel mit seinem Team absolvieren und die Punkte nach Offenbach entführen. Genauso sieht es Jason Breitenbach im Vorfeld. Der erwartet einen spielstarken Gegner, dessen Stil den Kickers allerdings entgegenkommen dürfte. Personell gibt es auch keine Experimente. So spielt auch der Siegtorschütze vom letzten Wochenende, Dejan Bocic, von Beginn an. Der Stuttgarter Nachwuchs hat 4 seiner letzten 5 Spiele gewonnen und auch nur sehr knapp letzte Woche in Elversberg verloren. Jetzt aber hinein in das Spiel. Es läuft die erste Minute. Die Kickers im Angriff. Es geht über die linke Seite. Ronny Marcos mit der Flanke. Vor dem Tor wird der Ball zwar geklärt, landet aber bei Paul Milde. Der schaut kurz, schießt und versenkt die Kugel direkt in den Maschen. Was für ein Auftakt in dieses Spiel. Ein herrliches Tor von Paul Milde. Nachdem er in der Hinrunde noch einmal für Steinbach getroffen hatte, ist es nun das erste Regionalliga-Tor für ihn im OFC-Trikot. Nach diesem doch recht rustikalen Foul von Jaden Bennett an Ronny Marcos, wofür er übrigens völlig zu Recht auch gelb sieht, hat Offenbach dann einen Freistoß. Jason Breitenbach mit dem langen Ball nach vorn. Ein Stuttgarter ist da, der zweite Ball landet aber bei Rafael Garcia. Dessen Versuch geht aber weit über das Stuttgarter Gehäuse. Das Spiel ist in den ersten Minuten richtig wild. Es ist viel Geschwindigkeit im Spiel. Jetzt mal die Stuttgarter Gastgeber. Erkan Ejebil auf Mateo Klimowicz. Und dann ist es auch schon passiert. Der VfB macht den Ausgleich. Profi-Leihgabe Mateo Klimowicz bringt sein Team zurück ins Spiel. Sein Vater, übrigens der ehemalige Bundesliga-Torjäger Diego Klimowicz. Es geht nun rauf und runter. Nur eine Minute später sollte dann schon wieder der OFC an der Reihe sein. Von Ronny Marcos kommt das Leder zu Rafael Garcia. Dessen Flanke geht auf den zweiten Pfosten und da nickt Tunay Dennis ein. Den Kickers gelingt der direkte Gegenschlag. Gerade erst ein Tor gefangen und dann haben sie auch schon die direkte Antwort parat. Tunay Dennis hat eben nicht nur ein feines Füßchen, sondern ist auch immer per Kopfball gefährlich. In dieser Phase der Begegnung sollte aber kaum eine Minute ohne Chance vergehen. Hier scheitert Ganaus am gut reagierenden David Richter. Weiter mit dem resultierenden Eckstoß. Ejebil macht das und findet Notnagel. Richter erneut mit einer Glanzparade. Da hat er zweimal Klasse gehalten innerhalb von einer Minute. Dominik Notnagel war bis Ende der letzten Saison ja noch beim FSV Frankfurt aktiv. Aber nicht nur die zweite Mannschaft des VfB sollte zu Chancen kommen. Auch der OFC beteiligt sich an diesem Offensivspektakel. Über Hüseyin Basic und Bojay kommt der Ball zu Bocic, aber knapp vorbei. Da hat auch nicht viel gefehlt und die Kickers würden mit 3:1 führen. Rafael Garcia hat sich kurz zuvor verletzt. So muss nun Sreto Ristić das erste Mal wechseln. Davut Tuma kommt neu in die Partie. Und der neue Mann ist dann auch direkt gut im Spiel. Es geht über die rechte Seite. Paul Milde kommt zum Flanken. Und vor dem Tor ist es Tuma. Wieder ist das Ding drin. Die Kickers erhöhen auf 3:1. Sreto Ristić hatte mit seiner Einwechslung ein glückliches Händchen. Knappe 5 Minuten ist Davut Tuma im Spiel. Da trifft er auch schon. Für den Flügelspieler das zweite Saisontor. Die junge, vom ehemaligen Profi Frank Fahrenhorst trainierte Stuttgarter Elf zeigt sich aber wenig beeindruckt und spielt weiter nach vorn. Jason Breitenbach kann hier im letzten Moment vor Klinowicz retten. Die Szene geht aber weiter. Der Schuss von Noah Gauss ist dann sichere Beute von David Richter.
Aber gleich noch ein weiteres Mal das Heimteam. Diesmal ist Mateo Klimowicz nach außen ausgewichen und kann flanken und findet Ganaus. Und wieder zappelt die Kugel in den Maschen. Der VfB verkürzt auf 2:3 durch seinen 21-jährigen Winterneuzugang Noah Ganaus. Nach der Flanke ist er zwischen Breitenbach und Ronny Marcos zu unbedrängt zum Abschluss gekommen. Das 2:3, dann auch der Pausenstand. Anders als im ersten Durchgang brauchten beide Teams in der zweiten Hälfte ein wenig Anlaufzeit. Diego Klimowicz ist es dann, der hier sein Glück aus der Distanz versucht. Aber das OFC-Tor verfehlt. Vor der jungen, spielstarken Stuttgarter Mannschaft hat Sreto Ristić im Vorfeld immer wieder gewarnt. Und die Stuttgarter haben hier noch lange nicht aufgesteckt. Nach dieser Kombination ist es Landu. Richter mit leichten Problemen hat dann im Nachfassen den Ball aber sicher. Mit Osarenren Okungbova und Lukas Hermes sind auch zwei frische Kräfte auf Offenbacher Seite jetzt auf dem Platz. Und Tunay Dennis findet dann auch direkt Hermes. Der hat die Chance, bekommt die Kugel aber nicht im Tor unter. Das hätte das 4:2 sein können. Eine richtig dicke Chance. Es läuft die 69. Minute. Stuttgart im Ballbesitz. Der Ball kommt nach vorn und da trifft Noah Ganaus. Sebastian Zieliński mit einem sehr hohen Bein. Sicherlich eine unbeabsichtigte Aktion. Trotzdem entscheidet Schiedsrichter Marc Heike auf glattrot. Eine echte Schwächung für den VfB. Noah Ganaus war einer ihrer auffälligsten Akteure. Aber auch in Unterzahl spielen die Gastgeber munter weiter nach vorn. Der Ball kommt zu Mirhan Inan. Der kommt zum Abschluss. So gefährlich. David Richter mit Problemen und der Ball war sogar noch am Pfosten. Der eingewechselte Mirhan Inan bestreitet heute sein erstes Regionalligaspiel. Normalerweise spielt er U19-Bundesliga. Die Szene zeigt aber, wie motiviert der VfB bei der Sache ist. Jaden Bennett, sogar übermotiviert, tritt hier Tunay Dennis um. Und erinnern Sie sich, in der 6. Minute hat er nach einem rüden Foul schon gelb gesehen und muss nun folgerichtig mit Gelb-Rot vom Feld. Die letzten Minuten bestreitet der OFC also in doppelter Überzahl und bekommt nach diesem Handspiel von Manuel Polster sogar noch einen Elfmeter zugesprochen. Tunay Dennis nimmt sich der Sache an, braucht nicht viel Anlauf, verwandelt aber sicher. Zweites Tor am heutigen Tage für Tunay Dennis. Mit nun 12 Treffern schließt er zu Dejan Bocic in der Kickers-internen Torjägerliste auf. Eine starke Bilanz für den zentralen Mittelfeldspieler. Danach ist dann Schluss in einem abwechslungsreichen, von vielen Highlights geprägten Spiel. Siegen die Kickers beim VfB Stuttgart 2 und haben damit ihr letztes Auswärtsspiel der Saison gewonnen. Jetzt noch die Stimmen zum Spiel. Ja, ich denke, spektakulär trifft es ganz gut. Es ging relativ schnell los mit dem schnellen 1-0. Dann direkt das Gegentor, dann ging es relativ schnell hin und her. Ja, ich will nicht sagen, es war zu erwarten, aber wir wussten, dass Stuttgart eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ist. Aber dadurch eben auch hinten Lücken hat oder hinten aufmacht und dass wir es für uns nutzen können. Und so war die erste Halbzeit, wie gesagt, sehr viel hin und her mit vielen Möglichkeiten, vielen Toren auch. In der zweiten Halbzeit haben wir dann taktisch ein bisschen was verändert, ja, standen dann kompakter hinten und ja, dadurch wurde es dann ein bisschen einfacher. Ja, ich glaube, es kam von links eine Flanke oder ein Querpass am 16er. Ich nehme den Ball an mit links und ja, hatte halt die Möglichkeit zu schießen, dass der Ball dann so reinfließt, natürlich super, nehme ich gerne mit und ja. Es war einfach die ganze Zeit ein Auf und Ab, das ist eigentlich nicht unser Stil, wir sind eigentlich immer kompakt. Ja, dann führst du 3-1, dann kriegst du 3-2. Ja, zweite Halbzeit dezimieren sich die Stuttgarter selbst dann zweimal. Ja, es hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Da haben wir halt noch 4-2 gewonnen am Ende mit einem sehr, sehr späten Tor. Aber ich denke, wenn wir da kompakter spielen, ist das Ding schon schneller fertig. Spektakulär ist das vielleicht für draußen, aber für uns ist es nicht so geil, weil einfach... es ist nicht schön, wenn du 2 Tore kriegst. Vor allem haben wir eigentlich die ganze Saison über gute Defensivarbeit geleistet.
Ja, wir brauchen es aber auch nicht zu hoch hängen. Haben 4-2 gewonnen auswärts und das ist gut. Ich glaube, dass wir die ersten 30 Minuten ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Wir haben wirklich sehr gut gegen den Ball gearbeitet, sehr hoch gepresst. Einige Ballgewinne gehabt, auch 3 Tore geschossen, allerdings auch in der, glaube ich, 10., 11. Minute auch ein Tor gefressen. Aber trotzdem haben wir nach vorne gespielt und ja, in die Halbzeit mit einem Vorsprung hinten raus. Hat VfB mit Sicherheit gezeigt, dass die Qualität haben. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, das ist für mich die beste zweite Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Und auch heute mit einigen Jungs aus der A-Jugend. Aber trotzdem ist es eine enorme Qualität, Riesentempo und auch eine Kaltschnäuzigkeit vorne vom Tor. Ja, wie gesagt, ein gutes Spiel oder abwechslungsreiches Spiel für den Zuschauer. Aber für uns war es ja wichtig, Moral zu zeigen. Und es ist nicht alles aufgegangen, vor allem nicht in der zweiten Halbzeit. Aber für die 2 roten Karten, da mussten wir auch was tun. Wir haben den Gegner gezwungen, uns zu faulen. Wir haben uns reingeworfen in die Zweikämpfe. Das ist aufgegangen. Wie gesagt, es ist nicht alles aufgegangen, aber für das, dass die Jungs die letzten Tage einfach nur hören, wie schlecht das alles ist und wie ist es schon gut gewesen. Wir müssen jede Woche Respekt dem Gegner gegenüber bringen. Wir müssen jede Woche kämpfen um jeden einzelnen Punkt. Das, was die Zuschauer die letzte Zeit wirklich oder sogar über die Saison hinaus für uns tun, auch auswärts, das ist herausragend. Das ist die Kraft, wo die Jungs noch anzapfen können und es versuchen zurückzugeben. Ja, dafür nochmal riesen Kompliment und vielen, vielen Dank. Am kommenden Samstag ist jetzt noch der FSV Frankfurt zu Gast in Offenbach. Im Derby geht es dann darum, die Regionalliga-Saison erfolgreich zu Ende zu bringen und das nötige Selbstvertrauen für das Pokalfinale zu sammeln.